herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich mega, 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 dass er da ist. Heute habe ich den One and Only Hochzeitsvideografen weltweit, den es gibt, heute im Podcast. Ich freue mich riesig, Riccardo Fasoli. Ich stelle ihn einmal kurz vor. Er ist geboren am Gardasee. Er wohnt mit seiner Frau Anne zusammen jetzt in Mettmann seit 2011. Er macht seit 2013 professionelle Hochzeitsvideos auf der ganzen Welt. Also er war schon in Thailand, er war in Vietnam, in Hongkong, sogar in Trinidad auf dem Karneval. Und er macht Workshops und Coachings für Hochzeitsvideografen, die richtig professionell werden wollen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Riccardo, danke. Herzlich willkommen. Danke, danke für deine Einladung und freue mich, hier zu sein. Also, fangen wir direkt an. Die drei Hauptthemen, persönliches, Ausrüstung und Marketing. Wenn dich jemand nicht kennt, was ich nicht glaube, der dich auf der Straße trifft, sag mal, Riccardo, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du den Leuten sagen? Ich bin ein Hochzeitvideograf. Kann eigentlich jeder sofort was mit anfangen oder fragen die Leute nochmal nach? Wenn die Leute fragen zu mir, was machst du, ich sage, dass ich bin eine Hochzeitvideograf. Und die Leute verstehen das dann auch, Hochzeitsvideograf? Nee, normalerweise es ist etwas, dass die Frage kommt, verdienst du Geld damit oder lebst du damit? Das es gibt noch diese Realität, aber die meisten der Leute, sie verstehen das, dass es ist ein Beruf, also etwas, wo du kannst gut leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon ein paar Hochzeitsvideos von dir auch natürlich schon gesehen. Sie sind mega, mega schön und viele Kollegen sagen auch, nehmen dich auch als Vorbild und sagen, da wo Riccardo ist, will ich eigentlich mal hin. Was mich jetzt ein bisschen gestutzt hat, du machst das ja erst seit 2013. Ich hätte gedacht, du machst das schon seit 1900 irgendwas, weil das wirklich sehr, sehr professionell ist. Wie ging denn das los bei dir mit den Videos? Wann hat denn das angefangen? Ja, wir hatten normalerweise in Italien, ich war ein Brilleverkäufer. Mhm. So, ich hatte verkauft Brillen, die ganze Geschäfte, die ganze Optika. Ich hatte probieren zu kommen hier zu verkaufen meine Brille in Deutschland. Aber keine wollte meine Brille kaufen. Es war ein Drama. So, meine Frau Anne, sie ist schon ein Designer, sie hat schon fotografieren gelernt. Sie war schon gut beschäftigt, aber wir hatten Spaß, einmal in einer Hochzeit zu fotografieren, ich zu filmen, so mit einer Handykamera. Und der Feedback hat uns gegeben, diese Idee zu probieren mit dieser Creative Wedding, dass wir hatten, ja. Cool. Und das heißt, das war quasi auch von außen die Leute, die gesagt haben, ey, mach das, das sieht gut aus. Dann hast du gesagt, okay, dann probiere ich mal und mache das Ganze professionell. Ja, weiter. Es ist, dass, wenn wir hatten gemacht, wir hatten schon gekriegt ein schönes Gefühl. Wir hatten ein Gefühl, dass ich hatte keine Technik, ich hatte keine Ahnung über Grading, über Kamerabewegung und alle Sachen. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Produkt, das wir hatten gemacht, das war etwas anderes, was wir hatten schon gesehen. Mhm. Und wir waren auch eine von den ersten in Deutschland zu machen, Foto und Film zusammen. So in einem Haus, sie kriegen Foto und Video zusammen. Und ja, das war alles Sache, das hat uns schnell gebracht dazu, wo wir sind jetzt. Auf jeden Fall, ja. Also ihr seid wirklich mit die ganz Großen, würde ich jetzt mal so behaupten, auch die Videos, die ich gesehen habe, also sehr, sehr, sehr professionell. Und was machen denn, wenn ich jetzt andere Leute frage, die schon Hochzeitsvideos von dir haben, was würden die mir sagen, was deine Videos so besonders machen? Probier zu, sag zu mir nochmal die Frage. Feedback von deinen Kunden. Ja, die Feedback sind gut, sind gute Feedback. Sie kriegen zurück, was sie hatten gelebt in der Wedding Day. So, sie kriegen zurück das Gefühl und es ist schon ein gutes Feedback, das wir kriegen, ja. Sehr schön. Und machst du einen großen Highlight-Film für das Brautpaar oder machst du machst du komplett Trauung, Sekteempfang, Feier oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe in diesem Moment keine richtige Regel, was für Produkte ich gebe. Ja, ich habe Pakete, wo ich gebe Highlights-Filme und Dokumentarfilme oder Feature-Filme oder Highlights. Ich habe verschiedene Pakete, aber ich hatte gesehen, dass ich habe nicht eine richtige Regel, weil es gibt Hochzeiten, wo ich gebe die Highlights-Filme. Das ist, wo ich kriege die meiste auf der Arbeit zu kriegen, ein bisschen ein gutes Gefühl in diese 5-6 Minuten Filme und eine lange Reportagefilme, wo es ist mehr ein Anfang-Editor, so es gibt ein bisschen Musik in the Background, aber es gibt nicht Sound Design oder Special Time Shifting oder etwas so. Mhm. Aber ich bin momentan mehr zu bringen. Eine lange, schöne Film, so etwas, das dauert 10, 15 Minuten, etwas so. Ich bin zu arbeiten, zu bringen ein bisschen mehr diese kind of Produkte raus, als nur diese Highlights, 5 Minuten. Das ist mehr, ich finde, das ist fast mehr für Social Media als für die Brautpaar. Ja, das ist so, ja. Ja, sehr, also 15 Minuten stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor. Dann wirklich nur so die von den Highlights, also man erlebt ja sehr viel auf der Hochzeit und wenn man dann da 15 Minuten, doch, stelle ich mir durchaus machbar vor, ja. Und benutzt du dann auch Drohnen während den Aufnahmen? Ja, wir benutzen auch, es depend, es ist nicht, auch dieses, es ist nicht eine Regel, es ist für mich ein Toy, das helfe zu machen, schöne Aufnahmen von oben. So, wenn es ist eine schöne Location, wo es gibt einen Grund, die Drohne zu haben, wir benutzen das, ja. Sehr schön. Jetzt hast du, du coachst jetzt andere Hochzeitsvideografen. Wer coacht denn dich? Machst du irgendwas, um selber noch was zu lernen? Ja, ich bin sehr kurios und ich analysiere viel selber die Sache, dass ich sehe, so wenn ich gucke einen Film, wenn ich höre Musik, wenn ich lese ein Buch, sind alle Sachen, dass ich analysiere, das Gefühl, das ich kriege mit dieser Sache. So, ich bin ein Fan vom Horrorfilm und es ist lustig, aber ich finde, some Horrorfilms richtig Kunst, wie sie sind gemacht. Ja. So der Weg zu kriegen, diese Entspannung, diese Luft in the Neck, so alles diese Sachen, das sind, wie sie sind gemacht, how we are edited, sind Sachen, die ich analysiere und inspiriert mich. Wenn du guckst meinen Film, manchmal du denkst, es ist ein bisschen ein Horrorfilm. aber es ist inspiriert auch vom Horrorfilm. So the edit, the way to cut. Ja. Ja, cool. Also deine Filme sind dunkel. Das ist so ein Merkmal. Aber jetzt auf Horrorfilm wäre ich jetzt nicht gekommen, weil das ist ein mega Nee, Film, es ist da, aber weißt du, dass wenn du denkst über Horrorfilme, du denkst sofort etwas Splatter oder etwas so. Aber ich denke über diese Thriller, diese wo Sound Design, the Cut und alles diese Elemente macht dir drin in der Geschichte. Und Okay. Das wäre jetzt auch die Frage, was ein Video unvergesslich macht, also unforgettable, ist wahrscheinlich diese Spannung bei dir im Video, oder? Es ist the Storytelling, das macht der Film besondere. Es ist diese Mysterious am Anfang, diese Fragezeichen, nicht zu zeigen alles oder zeige die Sache, wenn sie müssen gezeigt werden oder es gibt verschiedene Sachen, das macht den Film interessant und muss echt. Die erste Sache, das muss echt. Okay. Wo hast du denn gelernt, das ganze Handwerk? Also du hast vorhin gesagt, du hast damals mit dem Handy gefilmt und hattest keine Ahnung von Color Grading, von Video, Cut und sowas. Wo hast du das gelernt?
Ja, heute du kannst alles lernen in Internet. Also es gibt 1000 Tutorial und dann, wenn du hast deine Linien, dann du raffinierst das. Du gehst weiter mit deinem Geschmack. Wenn du kennst ein bisschen die Basic, du kannst machen, was du willst. Es ist nur studieren, probieren mehr. Es ist mehr probieren und finden einen Weg. Wie ich mache die Sache, es ist keine Regel, die richtige Regel, das kommt vom echten, also von der Schule. Es kommt nicht vom Schule, es kommt vom Probieren. Probieren und verstehen, wie die Sache muss gehen. Auf jeden Fall mit vielen Tutorials, ich hatte gesehen on YouTube, ich hatte ein paar Regeln, benutzte, wie zu sagen, aber es ist alles raffinierend mit dem Geschmack. Ja, sehr cool, stimmt. Was machst du denn mit Anne in deiner Freizeit? Um relax and go down and... Ja, normalerweise wir gucken Netflix, wir gucken viele Serien oder wir probieren zu denken über den Urlaub, wenn wir haben Freizeit. Wenn Freizeit oder habt wenig Freizeit, oder? Ja, wir sind schon busy, we are really busy. Deswegen, wenn wir haben Freizeit, wir probieren zu finden einen Weg zu machen Urlaub. Ja, okay. Und Urlaub dann wo? Italien? Nee, Urlaub, die meiste der Zeit, wir waren in Thailand bis jetzt. Okay. Wir wollen ein bisschen weiter gehen. Wir wollen ein bisschen mehr in Australien, New Zealand oder etwas so. Oh, gleich ganz weg. Schön. Okay. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich würde sehen. Ich bin in nächstes Jahr. So. Und ich will auch nicht denken. Ich genieße, wo ich bin in diesem Moment. Mhm. Es geht richtig gut. Ich bin glücklich. Und, mal gucken. Okay, cool. Das ist auch das Wichtigste, finde ich, dass man glücklich ist, oder? Dass man einfach sagt, nein, mir geht's gut. Finde ich cool, sehr cool. Ja. Nächste Thema, Ausrüstung, Workflow. Also du hast gesagt, du hast mit dem Handy hast du angefangen. Weißt du noch, was das für ein Handy war? Nee, Handy, es war eine kleine Kamera. Es war eine Canon, weiß nicht, es war mit dem Display so. Und es war eine kleine Kamera, okay. Ligeria, ich erinnere mich nicht den Namen. Ja, danach Anne hat zu mir die erste Kamera mit dem Objektiv, das ich könnte tauschen, das Objektiv. Ja. Und es war eine Sony Nex VG10, das sie hat mir geschenkt. Und dann, sie hat geschenkt zu mir eine 5D Mark II. Und dann mit der 5D Mark II, die Sache war ein bisschen mehr seriös. Also ich hatte ein bisschen da gelernt, die ganze Sache vor Filmen. Ja. Und was für eine Kamera benutzt du jetzt zum Film? Der A7S II und der A7 III vom Sony, ja. Okay, viele sagen, die mit Canon gearbeitet haben, dass die Farben bei Canon viel, viel schöner sind. Wie machst du das? Ja, das sind Sachen von... Die Leute, sie meckern immer über aber das stimmt nicht. Es gibt, du kannst machen, was du willst mit der Farbe. Ja, vielleicht mit der Raw-Footage so raus von der Kamera. Du kriegst ein bisschen besser Skintone von der Canon, aber... Ich hatte nie rausgemacht ein Video, ohne zu bearbeiten die Farbe. So, du kannst machen, was du willst mit der Farbe. Das ist. Machst du denn? Filmst du denn auch in S-Log oder filmst du in? Ja, in S-Log 2. Okay, sehr schön. Und mit welchem Programm bearbeitest du das dann? Ich benutze Final Cut. Final Cut mit Color Finale, das ist richtig gut für die Farbe. Ja, das ist die meiste, also die Sache, die ich benutze. Und DaVinci Resolve gar nicht?
Brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Also, okay. Ich, weißt du, es ist auf jeden Fall, Da Vinci hatte viele mehr Möglichkeiten, aber vor der Arbeit, was ich mache, in diesem Moment brauche ich nicht zu gehen, zu komplizieren mein Leben mit etwas, das ich brauche in diesem Moment nicht. Sehr cool. Finde ich ein sehr guter Ansatz, dass du einfach sagst, ich nehme nur das, was ich brauche, ich mache S-Log 2 und mache das alles in Final Cut fertig. Und wenn das Video fertig ist, das Brautpaar, wie kriegt das Brautpaar das Video? Ich schicke ein privaten Link in Vimeo. Es ist sehr, sehr simpel, ein Vimeo-Link und ein Download per Dropbox, the High Resolution Version, so the ProRes Version, ja. Ah, in ProRes sogar, okay. Ja, es ist ein bisschen bessere Qualität als die. Aber HD wahrscheinlich auch dann, ne? Ja, ja. Ja. Du filmst aber auch nicht in 4K dann, oder? Du filmst dann auch in HD, ja. Nee. Weil ich habe auch versucht mal mit 4K, ich habe auch die Sony und ich finde 4K, ja. Aber mir fehlen dann die Frames per Second. Also dann nutze ich lieber die Frames ja, per Second. Ja, das ist eine von den Gründen, weil ich filme nicht vor 4K, weil ich filme alles in 50 Frames per Second. Ja. Vielleicht, wenn es wurde eine neue Kamera, 4K, 50 Frames per Second, probably I will film in 4K. Aber die andere Sache, dass der File, es ist viel größer, viermal größer, schwerer und langsamer, sind alle Sachen. Und der Unterschied, du kannst nicht sehen. Du kannst nicht sehen, the difference. Die meiste of the Zeit, die Leute, sie gucken an der Laptop, the Video oder in der iPhone oder weiß nicht und du siehst nicht the difference. Und wenn du denkst, der Kino, vor ein paar Jahren war in Full HD, so. Das ist so, ja. Naja, ich sehe das ganz genauso. Ich mache das aus. Ich habe mal, wie gesagt, umgeswitcht auf 4K und bin ganz schnell wieder weg, weil wie du sagst, die Leute sehen das nicht. Also es ist, wenn ich kurze Sequenzen, kurze Videos mache, dann nehme ich sehr gerne 4K. Und aber sonst, ja. Du kannst sagen, dass es in 4K. Du kannst sagen. Ja, man kann es ja hochskalieren, ne? Ja. Ja, gut. möchtest du dir noch was kaufen? Steht noch was auf deiner Wunschliste? Wenn ich will etwas kaufen, mhm. Weiß nicht, was, weil ich. Nö, ich bin zufrieden mit meinem Equipment und was ich habe. Brauche ich nicht. Okay. Was hast du denn? Hast du noch einen Slider? Einen Ronin oder hast du da irgendwas? Slider, ich hatte angefangen mit einem Slider, das war fast 1,50 Meter. Mhm. Und dann ich hatte eine kleine gekauft von Edelkron. Mhm. Und dann noch eine kleine und dann ich benutze nicht mehr. Und auch kein Gimbal? Ich mache ein bisschen mit dem Gimbal, ja. Okay, was hast du da für einen Gimbal? Ich habe eine italienische Firma, es ist der Icecam und es ist der Teeny Free Ultravision. Es ist sehr klein, super gut. Okay, sehr cool. Kannst du mir gerne nachher mal den Link schicken, bin ich mal gespannt von dem Produkt. Also ich kenne das noch nicht, ich kenne einige Gimbals, aber den Namen habe ich noch nicht gehört. Ja, ja es ist richtig gut. Okay, ja cool. Bin gespannt, weil ich habe jetzt mit dem Ronin S ein paar Mal probiert und da bin ich eigentlich auch von begeistert. Der ist zwar richtig schwer. Es ist so schwer. Ich habe den Ronin M und die einzige Unterschied zwischen der Ronin M und der Ronin S, es ist, dass der Ronin M du nimmst so und der Ronin S du nimmst so. Aber es ist schwer fast genau so. Ja gut, okay. Ja. Meine, was ich habe, es ist 800 Gramm. Okay, und hast du dann auch selber Akkus zum Wechseln bei dem Gimbal? Ja, du kannst tauschen den Akku und dauert einen ganzen Tag ohne Probleme. Okay, ja cool. Und machst du damit Autofokus oder hast du da so ein... Ja, die Autofokus, es ist für mich etwas noch ein Land, wo ich bin nicht dabei. So, ich habe der A7 III, das hat einen guten Autofokus, aber... I don't feel comfortable. Ich will immer
kontrollieren manuell. So, ich benutze noch richtig viele den manuellen Fokus. Okay, das heißt, während dem Film, du machst die Schärfe und machst dann einen Slide wahrscheinlich mit dem Gimbal, oder? Genau, ja. Genau. Ja. Okay, ja, cool. Sehr schön. Ja, haben wir es eigentlich soweit? Wie lange oder wie viele Tage berechnest du denn für deinen Cut von dem Video? Das ich kann nicht sagen. Es gibt Hochzeitfilm, dass ich brauche 3 Tage, Hochzeit, dass ich brauche 2 Wochen. Es ist, ich kann nicht sagen, ich kann nicht schätzen, wie lange dauert zu schneiden einen Film. Okay. Und wie viel planst du dann für dich? Machst du, okay, sagst du, okay, ich mache jedes Wochenende ein Wedding oder ich mache nur alle 2 Wochen ein Wedding, mache dafür die Preise höher oder wie machst du das, damit du einen besseren Workflow hast? Es ist depend, wie ist mit der Frage und ich, dieses Jahr, ich hatte weniger Hochzeit genommen, weil ich habe viele andere kleine Projekte, Workshop oder etwas so. Aber ja, normalerweise wir bleiben mit dem Video in der 20 Hochzeit pro Jahr. So. Das ist auch schon viel, oder? Ja, es ist schon viel. Ja. Von den 20 Videos schneiden, das ist schon mega viel. Ja. Also meine Grenze ist so bei 10, weil dann sage ich, das tue ich mir sonst nicht an. Weil das ist wirklich, weil ich mache das, die meisten wollen immer alles haben, also die Trauung komplett, die, hier heißt das in der Schweiz Apo, also Sektempfang, dann noch machen wir Video-Shooting quasi und dann hinterher nochmal die Feier selber separat und das ist wirklich, wirklich viel. Aber was mich interessieren würde, du warst ja in Thailand und Vietnam und die Zeremonie, wie ist die, ist der Ablauf genau gleich wie in Europa oder ist der komplett anders? Nö, in Thailand, wir hatten eine traditionelle Hochzeit gemacht und die gleiche Paar, sie hatten auch eine Zeremonie am Strand. So, sie waren 2 verschiedene Zeremonien. Mhm. Der traditionelle war voll andere als in Deutschland. Es ist voll andere. Es gibt andere Traditionen. Es gibt mit dem Wasser, mit der. Es gibt verschiedene Sachen, dass sie machen, das andere als in Deutschland, in Europe. Und dann, wir hatten eine klassische Freitrauung am Strand gemacht. Okay, und mit dem Ablauf, also ich musste dich da extrem anders koordinieren, damit du jede Szene drin hast, oder wie stelle ich mir das vor? Nochmal, ich hatte nicht mehr. Die Wedding, also die Hochzeit läuft ja immer so, erst kommt die Braut rein, jetzt in Deutschland, dann ist die Ansage, dann kommt der Bräutigam, dann dann kommt die Rede vom Pfarrer, dann kommt der Ring, dann kommt... Ja, wir probieren auch zu attraktieren, die Hochzeit, dass wir kriegen, sind die mehr untraditional wedding, so ja. Sind ein bisschen nicht klassik in der Ablauf, so immer mit der getting ready Ceremony und ja. Und so weiter, aber es gibt nicht eine Regel mit Reden oder etwas so, es ist mehr locker. Okay, sehr cool, schön. Wie hast du denn für dich gelernt, mehr Effizienz zu haben, dass du mehr Filme machen kannst in kürzerer Zeit? Hast du da irgendwelche Tricks? Nee, ich muss noch lernen, zu mehr effizient zu sein. Aber bist du da auch sehr perfektionistisch wahrscheinlich dann beim Schnitt, oder? Ja, ja. Es ist da, das passiert alles. So, es ist in der Cut, das kommt alles, the magic. The magic, ja, genau. Das ist so, ja. Okay, cool. Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Wir hatten am Anfang richtig schnell, wie ich hatte gesagt, weil wir waren eine von den ersten zu haben, Foto und Film, und wir waren sehr billig. Und dann in dem letzten Jahr, wir hatten gelernt, ein bisschen mit Instagram zu arbeiten. Alles macht meine Frau, alles macht Anne. Aber ja, und wir sind in ein paar Blogs drin. Mhm.
wir machen nicht so viele Sachen als Marketing in diesem Moment. Okay, cool. Aber dann macht Anne, glaube ich, sehr, sehr viel richtig. Weil als ja, sie mache richtig. Sehr, sehr richtig, ja. Weil ich weiß noch, ich hab, du bist mir ja damals auch empfohlen worden. Und dann habe ich dich ja angeschrieben. Wir haben uns ja schnell verständigt. Und dann wollte ich dir eine Freundschaftsanfrage machen. Und dann hattest du schon mehr als 4.999 Freunde auf Facebook. Weißt du das noch? Ich weiß nicht. Ja. Und dann musstest du noch welche löschen, dass du, okay, ich muss cleaning und und dann ging das erst wieder. Also von daher, ich glaube, es funktioniert sehr gut, euer Marketing. Das heißt, wenn du jetzt nochmal bei Null anfangen würdest, wie würdest du denn starten mit deinem Marketing? Ja, erste Mal, ich würde denken über meine Produkte. Das muss ein Produkt kompetitiv und muss ein Kunstprodukt sein. So, schon wenn du machst ein Produkt, das hat zu tun mit Kunst, du findest schon einen Weg zu haben etwas anderes als die anderen. Danach, wenn du hast ein gutes Produkt, ich würde denken, wie kann ich zeigen diese Produkte? So, ich hatte angefangen mit Vimeo und Vimeo hat mir geholfen mit der Visibilität. Mhm. Und ja, aber was ich denke, ist immer, mach ein gutes Produkt. Mach ein gutes Produkt und die Leute würden sehen, was du magst. Okay, sehr schön. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Anstatt zu denken, wie kann ich das vermarkten, eher zu gucken, wie wird das Produkt perfekt, oder? Es gibt Leute, das funktioniert so und für uns es ist in diesem Weg. So, weiß nicht, was zu sagen da. Nein, ist alles cool. Deine Zielgruppe, hast du die irgendwann mal definiert? Meinst du als Kunde? Mhm. Ja, sind sind die Paare, wir suchen Paaren, dass sie denken ein bisschen weniger über die Tradition und sie sind mehr fokussieren über die Emotionen als die Traditionen, ja. Okay. Gespräche mit deinen Kunden. Hast du da irgendwelche Vorbereitungsmaßnahmen? Hast du da irgendeine Checkliste, die du vorher durchgehst, wenn du mit deinen Kunden ein Gespräch hast? Wir sehen unsere Kunden wie eine Potenzialfreunde. So, das ist unser Weg zu reden mit unseren Kunden. Wenn wir haben eine Gespräche, so als Skype-Termine, die meiste auf der Zeit sind Skype. Wir probieren zu finden, wenn es gibt eine Chemie zwischen der Couple und uns. Das ist für uns das Wichtige. Wenn es gibt eine Chemie, das läuft, dass du hast das Gefühl, dass du kannst zusammen gehen zu essen oder reden über alle. Das ist ein gutes Gefühl, vor gehen weiter mit der Arbeit. Wenn es gibt nicht diese, wir probieren zu in somehow zu verstehen, wenn es ist gut, dass wir machen diese Hochzeit oder nicht. Hast du schon mal Nein gesagt? Ja, wir sagen Nein. Wir sagen Nein. Okay. Und dann? Ade, ciao, bye bye, oder? Ja, es ist nicht eine einfache Part, aber du musst denken, dass du musst glücklich sein. Wenn du bist glücklich, du machst auch ein gutes Produkt. Wenn du bist nicht glücklich, du machst etwas, das auf jeden Fall jemand anderer konnte besser machen als dich. So, du musst glücklich sein und das ist auch eine Stelle, wo wir probieren zu machen, verstehen. So, dass muss ein gutes Gefühl. Wenn du gehst zur Arbeit, du musst glücklich sein. Sehr schön. Ja, doch, würde ich sofort ja sagen. Stimmt, hundertprozentig. Jetzt hast du gesagt, jetzt habe ich jemanden gefunden, der macht mich glücklich, bei dem fühle ich mich wohl. Wie überzeugst du den dann von deiner Leistung? Wie überzeuge? Was bedeutet? Wie überzeugst du den von dir?
dass der sagt, es gibt ja Kunden, die sind so, ja, ich weiß noch nicht, soll ich weiß nicht, wie machst du dann, dass der Kunde sagt, ja, okay. Diese kind of Frage, ich hatte mehr gehabt, wenn ich hatte Brille verkauft. Diese Weg, ich will nicht überzeugt zu kaufen etwas. Du musst schon, es ist ein Wunsch, du wünschst zu kriegen etwas so. Ja. Und die meiste auf der Zeit, die Leute kommen mit dem Wunsch, okay, wir wollen euch, wir wollen diese kind of Produkte. Und ich bin nicht da, ja, kauf das, das ist schön, das machen wir nicht. Okay. Das machen wir nicht. Manchmal probieren zu überlegt über zum Beispiel ein Video, weil das Video ist ein bisschen mehr schwieriger zu verkaufen. Es ist teurer und es ist ein bisschen schwieriger. Aber was wir hatten auch gelebt, ich und meine Frau, wenn wir hatten unsere Hochzeit zu kriegen, das Video, es ist ein mega Gefühl. Und wir probieren zu sagen, hast du geguckt das Video, hast du gesehen? Es gibt auch Leute, dass sie haben Angst, über die Kamera zu hören, die Stimme von wem. So, es gibt auch diese Kunde. So. Das stimmt, ja. Ja, ist ja meistens auf der Hochzeit, dass viele immer so, oh Gott, Kamera, und die sind da ganz anders und überhaupt nicht mehr so locker. Und ja, habe ich auch schon erlebt, ja. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du nimmst, sondern einfach, wie du den berechnet hast. Du hast am Anfang gesagt, wo ihr gestartet habt, wart ihr sehr, sehr günstig. Und wie habt ihr das dann für euch kalkuliert, dass der Preis jetzt stimmt? Wir hatten angefangen, wir wussten nichts. Wir wussten nichts über die andere, wir wussten nicht über die Preis von die andere. Mhm. Und wir hatten angefangen mit 1800 Euro für Foto und Film und Fotobooth für 14 Stunden. Das wenig. Aber für uns war schon gutes Geld am Anfang. Und dann mehr Hochzeit wir hatten gemacht, mehr Erfahrung, mehr Sicherheit auch zu gehen zu einer Hochzeit. Mhm. Und zu vergleichen unsere Produkte mit anderen, hat der Preis gemacht, was wir haben in diesem Moment. Aber ja, es ist nur mit Sicherheit über das Produkt, das wir haben. Ja. Das nur so, wir hatten geschätzt unsere Arbeit. Okay, also nicht wirklich gerechnet, sondern einfach so, ja, okay, ich nehme das. Okay, sehr cool. YouTube, bist du auf YouTube vertreten? Ja, ich bin, wir sind ein YouTuber, ich hatte angefangen von nicht lange zu ein bisschen mehr YouTuber. Aber ich bin immer ein Vimeo mehr Fan als YouTube. Ich weiß, dass wir YouTube, ich sehe, dass YouTube gibt ein bisschen mehr Möglichkeiten für Visibilität. Ja. Das sehe ich, aber ich bin ein bisschen langsam da. Das heißt, ein Film, der fertig ist, den machst du auf Vimeo, aber nicht auf YouTube? Ja, ich mache ihn beide jetzt. Jetzt beide. Aber vorher, es war nur on YouTube. Okay. Und Vimeo, Entschuldigung. Und selber gehst du auch vor die Kamera und erzählst etwas über deine Filme oder bist du nur hinter der Kamera? Ich mache jetzt ein Interview mit dir. Aber sonst bist du sonst auch mal vor der Kamera? Also nicht jetzt im Interview, aber. Meinst du Tutorial oder Sachen? Ja, mache ich. Ja. Okay. Mach ein paar Sachen, ich hatte schon gemacht. Okay. Schnellfragerunde. Ich mache sie langsam. Okay. Weil wegen der Kommunikation. Ich finde es mega cool, dass du überhaupt mit mir Deutsch sprichst, weil du sprichst sehr, sehr gut Englisch. Du sprichst sehr, sehr gut wahrscheinlich sowieso Italienisch. Ich spreche beides grottenschlecht. Ich hatte es am Anfang, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und Ricardo, ich finde es mega cool, dass du überhaupt mit mir das Ganze auf Deutsch... Weil ich hatte vorher gefragt... Wen soll ich noch interviewen? Und da fiel sofort dein Name. Da habe ich gesagt, ja, sehr gerne, aber er spricht nur Englisch. Und dann hat Sascha Reich hat zu mir gesagt, nein, der spricht doch Deutsch. Ich so, okay. Und daraufhin hatte ich dich angeschrieben,
Weil Sascha war, glaube ich, auch schon in deinem Workshop und er war total begeistert und hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ja, ich hatte auch einen Workshop auf Deutsch gemacht. Okay, machst du das denn nochmal auf Deutsch irgendwann? Ja, die Coaching sind immer, die meisten sind auf Deutsch, aber sind mit meinem Deutsch. Genau wie meine Englische sind beide nicht perfekt, aber die Leute verstehen, hoffentlich. Und wie machst du das? Machst du das Coaching dann über Skype oder machst du das live? Wir machen in der nächsten Zeit, wir würden machen die Mentoring bei Skype. Wir würden machen bitte auch diese, aber bis jetzt, wir hatten gemacht hier zu Hause. Sehr cool, ja. Zu deiner Webseite kommen wir gerne später, wenn ihr noch Fragen an Ricardo habt, wegen dem Coaching oder sonst irgendetwas, ihr macht ja auch diese Workshops, dann könnt ihr das gerne auch über die Webseite und über die E-Mail-Adresse machen. Aber vorher würde ich gerne noch die Fragen nochmal stellen. Und zwar, ich mache es jetzt einfach extra langsam. Normalerweise ist das immer so die Schnellfragerunde, dass die Kollegen immer schnell antworten sollen. Aber ich mache es langsam. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? So, drei Sachen für eine gute Video. Ja, Production, ja. Aber Hochzeitvideo? Ja. Für eine Hochzeitvideo, es ist, ich würde sagen, echt, glücklich. Mhm. Und versteckt. Ah, okay. Also der Videograf muss nicht sichtbar sein, so. Genau. Okay, ja, cool. Deine Kamera, wenn du die selber bauen könntest, was hätte die für Funktionen? Katze, so, ich weiß nicht. Ich bin schon zufrieden mit meiner A7 S2. Ich würde vielleicht mehr Color Depth, so ein bisschen mehr Bit als 8, 10 Bit. Das wäre schon mehr glücklich. Aber ich bin schon zufrieden mit was ich habe. Sehr cool. Dein Lieblingsbuch ist? Ich habe The Picture of Dorian Gray. Und ich mag, das letzte, das ich hatte gelesen, war Why Are You Here, Café? Okay. Dein Lieblingszitat ist? Happiness is the most important thing. Sehr cool. In 5 Jahren werden Videos? Cooler. Dein Vorbild ist? Weiß nicht, was. Vorbild. Vorbild bedeutet, dass du wirst genau wie ihm sein. Ja, oder du sagst, ja, ich finde das cool und übernehme das und ja, irgendwie so, ja. Muss ja nicht genauso wie der sein, aber. Der Wunsch zu sein wie jemand anderer habe ich nicht, mhm. Aber ich finde, ich habe vollen Respekt vor viele Leute. Ich liebe Freddie Mercury, was soll ich sagen? Hast du den Film gesehen? Ja, klar. Der war Hammer, oder? Also der war richtig gut. Ich liebe es, ja. Der war richtig gut, der Film. Also ja, das war schon seit langem wieder ein sehr, sehr guter Film, ja. Okay, wir sind fertig. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite? www.creative-wedding.de. Okay, cool. Deine E-Mail-Adresse? Instagram ist Creative Wedding, alles zusammen mit der K. Mit der K, ja, okay. Cool. Und deine E-Mail-Adresse? info@creative-wedding.de. Okay, sehr cool. Ich packe das gerne unten mit in die Beschreibung rein. Da könnt ihr Ricardo auch nochmal persönlich schreiben, nochmal Fragen stellen. Vielleicht nimmt Ricardo euch auch ins Mentoring-Programm auf oder als Coach. Und da könnt ihr sehr, sehr viel lernen von Ricardo. Ich freue mich riesig. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, Ricardo, dich mal so
dass du Zeit für mich hattest und so und dass wir heute jetzt mal so ein Interview gemacht haben, ganz cool. Und ja, cool. Danke, dass du heute Zeit hattest. Danke zu dir.